Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide. Heute mit dem Tank DH. Und da war ich mittlerweile auch erfolgreich, die Challenge abzuschließen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, mit welcher Skillung ich gespielt habe, was für Gear, Consumables, Verzauberungen. Und dann schauen wir uns einmal den Fight an. Als allererstes schauen wir uns mal das Gear an. Ich habe diesmal nicht mit dem MOP Craft Gear gespielt, schlichtweg aus dem Grund, da man das für ein DH nicht bauen kann. Das ist ja MOP Gear und das ist blöderweise auf Klassen beschränkt. Heißt, ich hatte diesmal kein schönes Sockelgear, ging aber trotzdem. Und zwar habe ich mir die Ringe wieder beim Juwel selber gecraftet, beziehungsweise, nee, die habe ich sogar im Auktionshaus gekauft, sind relativ günstig mit 1000 Goldseide dabei, könnt ihr euch die Stats aussuchen. Als Tank-DH soll man für die Challenge anscheinend Versa und Crit nehmen. Crit soll wahrscheinlich noch einen Ticken besser sein. Ich habe jetzt hauptsächlich Versa gesockelt und verzaubert, weil ich die DD-Challenge noch machen soll und da ist Versa höher als Crit angesiedelt, dementsprechend habe ich da so einen kleinen Mix-Max gemacht. Wenn ihr auf die optimalen Stats gehen wollt, dann geht eher auf Crit und nicht auf Versa, aber Versa ist auch fein. Dann zu den Trinkets. Ich spiele einmal hier mit einem Account-Trinket. Unfehlbare Spurensuchkette heißt das Ganze. Und das ist ein Trinket aus Warlords of Draenor. Das kriegt man leider im Moment nicht mehr. Das ist einfach ein Trinket, wo wir ein bisschen Agi drauf haben. Wir haben einen Schadensproc und einen Proc, dass wir 10% mehr Damage gegen Dämonen machen. Die Gegner in der, ja, in der Challenge sind quasi alles Dämonen, deswegen macht es tatsächlich Sinn, das mitzunehmen. Dann haben wir die altbekannte Samenkapsel dabei. Das ist ein Trinket aus dem Schmackgrünen Albtraum von Nitendra. Da können wir einfach eine Voidfläche auf den Boden legen, die macht ein bisschen Schaden. Hier haben wir ein paar Ads, die wir cleaven können, ist eine feine Sache. Alternativ könnt ihr auch von MHK aus der anderen Seite ein Absorb-Trinket mitnehmen, das ist relativ gut. Und wenn ihr es habt von Kel'Thas aus Castle Nathria, gibt es ein Trinket, wo ihr ein Freedev habt. Das ist auch sehr stark. Das könnt ihr theoretisch auch mitnehmen. Das ist für die Tank-Challenge immer nicht so verkehrt. Genau, soweit zu den Schmuckstücken. Dann habe ich das Herz von Azeroth an, einfach weil es 3 Sekundär-Stats hat. Und der Rest ist eigentlich ein ziemliches Gammelgear, ja. Und zwar habe ich hier einfach mein normales Gear angelassen, wo hauptsächlich Versa und möglichst Crit drauf ist. Ich habe mir dann, hier unten gibt es einen Händler, Moment, wo ist der? Hier, da kann man sich quasi Items relativ günstig gegen diese Nethersplitter holen, die man hier auf der Insel zum Beispiel kriegt. Oder ich hatte mit dem Char noch 3000 über damals von Leech und habe ich mir ein paar Sachen gecraftet, wo ich kein Versa-Gear hatte. Und das Schöne ist, da die Itemstufe 50 sind, kann man alte Verzets drauf machen. Zum Beispiel auf die Handschuhe habe ich mir 6 Aki drauf gemacht oder auf die Hose kann ich eine alte Hosenbestickung drauf machen mit 6 Beweglichkeit, 3% Crit. Also bevor ihr keinen Sockelgear habt, holt euch lieber bei so einem Typen 50er Item-Level. Da könnt ihr die alten VZs drauf machen. Hier habe ich zum Beispiel noch 5 Beweglichkeit draufgehauen. Auf die Schultern. Ah, da hatte ich einen Sockelslot und habe den Sockel nicht reingesockelt, sehe ich gerade. Egal. Aber hier hat man noch 5 Beweglichkeit, 2 Crit. Ne? Also da kann man die alten VZs drauf machen, wenn man da lowere Items hat. Besser wären natürlich Sockelslots, aber wie gesagt, ich habe jetzt da leider nicht die MOP-Sachen craften können und dementsprechend wollte ich auch nicht lostigern in irgendwelchen Burning Crusade, Timewalker, Dungeons, um mir da das Gear zu holen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir noch die Waffen an. Ich habe mir eine Waffe geholt und zwar eine Faustwaffe, die droppt vom zweiten Boss aus dem Tiefenpfuhl und die hat einen Proc drauf, die wurden mir empfohlen, dass die ganz gut Schaden macht. Sollte man sich bei den ganzen ja, Zweihand-Mili-Klassen, also Leder-Mili-Klassen holen anscheinend. Und da hatte ich mir eine geholt von und habe die sündhafte Offenbarung drauf verzettet. Und dann habe ich noch eine Account-Bound-Waffe, einfach mir ein Schwert geholt. Und das habe ich zu einem Twink geschickt, zu einem Level 1-Char und habe mir da Kreuzfahrer drauf gemacht. Kreuzfahrer prockt zwar Stärke, aber es prockt auch noch zusätzlich einen Heileffekt. Und da haben wir einfach noch ein bisschen Passivheilung. Da dachte ich mir, komm, ich nehme die Passivheilung mit. In der Tank-Challenge kriegst du ganz gut auf die Mütze. Und da kann das von Vorteil sein. Wir können uns jetzt mal hier beim letzten Try die Heilung angucken. Ich habe quasi mit dem Kreuzfahrer fast 5% meiner Heilung rausgehauen. Ist jetzt nicht ultimativ viel, aber so ein bisschen Passivheilung ist an der einen oder anderen Stelle eine schöne Sache. Also braucht man nicht unbedingt, kann man machen. Genau, so viel zum Gear. Dann würde ich sagen, gucken wir die Skillung an. Ich habe hier mit Apsychischer Schlag, dass ich es nur rausbringe, Kollateralschaden, Seelenbombe, Fraktur,
beschleunigte Zeichen, dämonisch und Verzweiflungstat gespielt. Das hier ist der, ist quasi unser Free Death Proc. Also sprich, wenn wir einmal getötet werden würden, dann wären wir nicht getötet und stehen quasi am Ende nochmal am Leben da. Und das ist auf jeden Fall praktisch, denn hier gibt es einen Stack vom Endboss, der immer mehr Schaden verursacht. Und einen mehr zu überleben ist auf jeden Fall von, macht auf jeden Fall Sinn. Und dementsprechend, das ist ein sehr, sehr wichtiges Talent. Wie gesagt, wenn ihr dann natürlich das andere Tinket von Kel'Thas habt, könnt ihr eventuell auch ein bisschen switchen. Da habt ihr nämlich auch nochmal einen Free Death. Muss man sich halt überlegen, was da sinniger für einen selber ist und ob man das Trinket auch an der Hand hat. Dann gucken wir die Consumables an. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der Ströme, hat am meisten Sets drauf. Dann habe ich mit dem Schattenkernöl gespielt und mit dem Heilöl. Ein Balsamieröl heißt es, genau. Wahrscheinlich könnte man auch mit einem Wettstein spielen. Ich dachte mir, ich nehme mir noch ein bisschen mehr Heilung mit. War ehrlich gesagt nicht wirklich nötig. Ich dachte mir, ich bin da clever, aber vielleicht ist der Wettstein da auch tatsächlich der bessere. Dann habe ich mit dem BFA Versafood gespielt, eine Rune, einmal Drums und hier dem Trank der ungezügelten Wut. Der macht einfach am meisten Schaden. Gut, soweit zu den Consumables. Zusätzlich hatte ich noch einen Heiltrank dabei. Den habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht benutzt, aber den kann man sich theoretisch auch noch mitnehmen. Dann schauen wir mal in den Fight rein. Und zwar, wie bei den ganzen anderen Herausforderungen hier im Mage Tower, ist es hier leider so, dass wir wieder so ein bisschen Vorgeplänkel haben. Und wir kämpfen insgesamt gegen zwei Bosse. Einmal gegen den Caster-Boss, der kommt als erstes. Und dann haben wir danach noch Krul, der als zweites in den Kampf quasi eintritt, sobald wir den Caster-Boss umgeboxt haben. Wichtig für euch zu wissen, ihr könnt euch nicht unendlich Zeit in der ersten Phase lassen, denn umso länger ihr euch Zeit lasst, umso mehr Höllenbestien spawnen hier und die bleiben auch in der zweiten Phase aktiv, deswegen müsst ihr euch einen Ticken beeilen. Die erste Fähigkeit, die ganz wichtig ist, ist der Blutsauger. Ihr seht, der Boss castet alle paar Sekunden einen Blutsauger, den müsst ihr interrupten. Wenn ihr den Blutsauger nicht interruptet, kriegt ihr erstmal Schaden, also er saugt euch Leben ab und er heilt sich wieder ziemlich schnell voll. Ja? Heißt, der Blutsauger, der hat höchste Priorität, dass der immer unterbrochen werden muss. Das zweite, was der Typ castet, ist einfach dieses Gedankenwunden. Das ist einfach ein Schatten-Damage-Cast, der ein bisschen euch damaged, aber nicht großartig schlimm ist. Was wir dann noch haben um den Boss ist eine Void Zone rum und diese Void Zone, die macht nicht großartig Schaden, sondern die gibt euch einen Debuff. Und ihr seht ja, Debuff stackt sich hoch. Mit jedem Debuff kriegt ihr 10% weniger Maximal-Life. Heißt, wenn ihr da zu lange drin steht, habt ihr irgendwann kein Leben mehr und dann haut dieser Schattenschaden, Cast, den der Boss auf euch wirkt, immer mehr Damage raus. Ja? Deswegen solltet ihr gucken, so vielleicht 4, 5 Stacks, das ihr habt und dann wieder rauslauft. Wieder ein bisschen hochstackt, wieder rauslauft. Am besten halt immer schauen, dass ihr den, diesen Life-Leech-Cast von ihm interruptet und da so ein bisschen abtimen, vielleicht dann noch einen Cast länger drin bleiben, um den quasi noch zu interrupten. Ihr habt alternativ auch die Möglichkeit, ihn einzucagen, also wir haben ja unseren Cage, den können wir auch auf den Boss draufhauen und interrupten. Wenn ihr gerade merkt, ich habe 5, 6 Stacks, ich muss rauslaufen und dann castet ihr das Ding, haut euren Cage drauf, ist der Typ verräumt und gut ist. Ja? Und der Notnagel, wir haben ja noch unsere Silence-Rune, die können wir auch auf den Boss draufhauen. Da aber aufpassen, wenn ihr die Silence-Rune raushaut, dann fängt der Boss an rumzuwanken und wenn ihr am Rand steht, dann kann es sein, dass er halt, dass ihr in euch reinläuft, euren Stack wieder hochstackt und nichts ist ätzender, wenn ihr eine Sekunde vorm Stack seid und es dann wieder refreshed. Also da müsst ihr aufpassen. Soweit zum Boss, jetzt kommen wir zu den Ads. Wir haben einmal diese Augen, wie ihr hier seht, die strahlen euch an, die machen keinen Schaden, aber wenn sie diesen Strahl wirken und das durchgechannelt haben und ihr sie nicht anschaut, kicken sie euch zurück von der Plattform. Für alle Tanks relativ nervig, für den DH nicht wirklich, ihr drückt einfach quasi euer Gleiten, ne, und könnt dagegen gleiten. Also für den DH ist die Challenge hier relativ einfach tatsächlich. Dann als nächstes haben wir alle paar Sekunden diese Netherschrecken. Die spawnen, glaube ich, alle 30 Sekunden. Die laufen euch ran. Da müsst ihr die von euren NPCs wegtanken, von Velen und dem DH. Und schnellstmöglich töten. Die fangen nach ein paar Sekunden den Channel an. Ne? Den casten sie und also sie machen den Cast und danach channeln sie was. Und dieser Channel haut extrem viel AE-Schaden raus. Ja, der betrifft sowohl euch als auch euren Verbündeten. Und den müsst ihr unbedingt unterbrechen. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Wenn, dann ihr tötet sie halt, bevor sie den Channel anfangen. Oder ihr tut sie halt masternen, das könnt ihr machen. Ihr könnt sie silenzen theoretisch. Oder ihr lauft in eine von diesen Orbs rein, das sind nämlich Heilungsorbs. Und diese Heilungsorbs desorientieren alle Gegner. Ja?
Also die werden dann 3 oder 4 Sekunden desorientiert. Das tut auch den Boss unterbrechen. Also wenn ihr draußen steht, die Ads habt und seht, der Boss castet jetzt hier seinen scheiß Live-Leech-Gedönse, lauft in eine Orb rein, wird er unterbrochen. Alle anderen Mobs werden unterbrochen, auch die Höllenbestien, die spawnen, da kommen wir gleich nochmal zu. Und zusätzlich werdet ihr komplett vollgeheilt und es wird WLAN auch komplett vollgeheilt. Ne? Also diese Orbs sind Gold wert. Ihr wollt die aber möglichst sparen. Ihr seht schon, ich habe hier einige aufgesammelt für die letzte Phase. Das ist nämlich tatsächlich die Phase, die ein bisschen schwieriger ist. Genau. Das letzte, was wir noch haben, ich habe jetzt mal kurz gestoppt, sind diese Höllenbestien. Und diese Höllenbestien, die pulsieren immer so ein kleiner E um sich rum, der macht nicht viel Schaden und zieht ihnen selber Leben ab. Also ihr müsst die nicht töten, nicht angreifen, die killen sich quasi selber. Wenn die in die Nähe von euch kommen, dann hauen die so eine Voidzone nach vorne raus. Und wenn ihr in dieser Voidzone drin steht, dann werdet ihr halt weggekickt. Das ist wie bei den Augen, das könnt ihr quasi... ja, auch mit dem Gleiten seht ihr das, diese Voidzone, da solltet ihr nicht drinstehen. Die kickt euch weg, die macht auch ein bisschen Schaden, ist aber nicht wild, ne? Ihr seht hier, ich war fast tot, laufe in die Orb rein, bin nur komplett voll. Die sind einmal alle weg, CC'd. Boss ist auch CC'd, Höllenbestien sind CC'd. Ist eine schöne Sache. Also die Orbs sind so quasi der Safe-Spot, wenn ihr zu low seid oder wenn die Mobs alle durchcasten, könnt ihr die unterbrechen tatsächlich damit. Auch die Augen werden desorientiert. Wenn ihr den Boss hier quasi... einmal runtergehittet habt, wie ihr es jetzt bei mir seht, ne, kommt der zweite Boss rein, das ist Krul. Der hat nur 33% von seinem maximalen Leben, mehr hat er nicht. Ja. Ich wollte jetzt hier am Anfang ein bisschen was cheesen und den Mob tanken lassen und den ersten großen Tank-Hit dem abfangen lassen, das wurde aber anscheinend gefixt, er hat ihn im Target und ich krieg trotzdem den Debuff quasi ab, also das hat leider nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist so, dass dieser Vernichten-Hit euch einen Debuff draufhaut. Ja? Und dieser Debuff macht, dass ihr 110% mehr Damage dadurch bekommt. Und jedes Mal, wenn er es castet, kriegt ihr halt mehr Damage. Ne? Das sind dann 220, 330 Schaden und so weiter. Heißt, ihr werdet da irgendwann dran krepieren. Und dementsprechend müsst ihr gucken, dass ihr so eine kleine CD-Rotation darauf wirkt. Ich habe es jetzt geschafft, ihn innerhalb von 4 von diesen Hits zu töten. Wenn es blöd läuft, habt ihr halt mehr. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Wir werden uns gleich nochmal die Rotation angucken. Jetzt schauen wir uns die anderen Fähigkeiten zuerst mal an. Also ihr seht, diese Netherschrecken kommen weiterhin. Diese Ads müsst ihr halt schauen, dass ihr schnell tötet. Ich habe es dann meistens so gemacht in der zweiten Phase, weil man viel Stress hat, dass ich dann immer eine Orb benutzt habe, wenn sie kommen, die ein bisschen anfangen lassen zu casten, in die Orb rein, interrupten und dann töten. Dann hat man nämlich genug Zeit, weil sonst erinnern sie WLAN weg. Ne? Die machen sehr, sehr viel Schaden. Dann haben wir von Krul einen Zauber, den wir unterbrechen können. Ganz, ganz wichtig, der muss unterbrochen werden. Wenn ihr den nicht unterbrecht, ist vorbei. Dann haut er nämlich euch einen Debuff drauf, dass er für jeden Hit 5% von seinem Leben geheilt wird. Und dann ist der Instant wieder voll und dann war es das. Dann haben wir noch hier diese lila Linien. Da müsst ihr drüber springen oder die umlaufen. Die machen ein bisschen Schaden und ziehen euch so ein bisschen mit. Die Höllenbestien haben wir weiterhin und der Boss springt uns ab und an und hinterlässt so eine Voidzone. Am besten haut die nicht auf WLAN drauf, der kriegt dann nämlich durchaus Schaden, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja. Mehr ist es eigentlich hier in der letzten Phase nicht. Das Schwierige, wie gesagt, ist, dass man den Boss tötet, bevor eure Debuffs zu hoch sind und er euch damit wegratscht. Ich habe es tatsächlich so gemacht oder wollte es so machen, dass ich quasi, wir können jetzt einmal kurz rauswoppen wieder, dass ich fürs erste den Dämonenstachel ziehe, fürs zweite das flammende Brandmal, ne, auf den Boss draufhau, dann einmal dämonische Verwüstung fürs dritte und fürs vierte Metamorphose und fürs fünfte quasi mein Free Death. So war es geplant. Wenn ihr noch einen Death Trinket habt, wie zum Beispiel diese Blutschuppe von HK, dann könnt ihr die vorher noch einbauen, das alles nach hinten schieben. Das Problem ist, ich bin, glaube ich, beim vierten Hit, obwohl ich Metamorphose hatte, schon geprockt. Zusätzlich zu den CDs sollte man natürlich immer, wenn er den Hit zieht, die Active Mitigation anhaben. Ihr habt gesehen, ich habe ihn jetzt in 4 Hits gekillt und beim vierten ist schon mein Free Death quasi geprockt. Ich habe gesehen, dass im WoW Headguide steht, dass man bis zu 7 Hits aushalten kann, wenn man es gut macht, wenn man die Blutschuppe hat, wenn man quasi alles nacheinander zielt. Mich hat er irgendwie halt vorher schon weggehauen, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Versa, aber vom Schaden ging es mir tatsächlich auf, dass ich ihn vor dem fünften Hit quasi töten konnte. Gut, das sind eigentlich soweit alle Fähigkeiten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großartiges vergessen. Wie gesagt, immer wenn ihr genockbackt werdet, könnt ihr quasi schnell eure Flügel anmachen, ne, auf der Space-Taste und könnt dann gegengleiten, beziehungsweise mit dem Sprung könnt ihr natürlich dem auch entkommen. Ist als DH gar kein Stress.
Aber ich muss gestehen, ich bin auch schon mal runtergefallen mit dem DH. Es passiert, ist aber wesentlich einfacher als bei den anderen Tankklassen. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Match-Tour-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.